So, Leute, ist das hier wieder ein Wetterchen? Ich bin auf SE gelandet. Das Center ist jetzt gekommen und wurde auch mit ins in den Server-Cluster integriert. Und was ich jetzt machen möchte, ich werde mir jetzt meinen Sack und Pack und alles Mögliche einpacken. Sach und Pack heißt das, ne? Alles zusammenpacken, alles Mögliche für einen eventuellen Basebau. Ja, was heißt eventuell? Ich werde eine Base bauen auf Center, weil SE hängt mir einfach zum Halse raus. Hier haben wir noch Element, das könnte ich ja mal mitnehmen. Wie viel Element ist das eigentlich? 100. 100 Element, das ist mein einziges Element. Kann ich nicht einfach irgendwo mal ein Repli bauen? Level up, da ist er. 80 schwarze Perlen fehlen mir. Ich glaube das einfach nicht. Ich hab's. Easy Tay Baby einpacken. Geil. Eine fette Tuso gezähmt. Metallbarren fehlen noch. Da habe ich's. Beste Leben. Leute, ich bin leicht equipped. Hier mit ein bisschen Zeugs, weil ich was vorhabe. Ich packe mir jetzt meinen Poison Wyvern ein. Auf den habe ich nämlich voll Bock. Nahkampf. Hab ein paar am Start. Ich werde jetzt mal auf Center rübergehen und den Trollkönig spielen. Werde ein bisschen rumscouten und schauen, ob ich nicht irgendjemanden abfacken kann. So, ich habe auch Cryoports am Start. Das heißt, bin ich den ab am Knallen? Total dumm. Den packe ich ein. Sehr gut. Zum anderen Server reisen. Center wartet. Jetzt gerade 3 Leute. Aber ist ja egal. Waren vorhin noch 6, 7 Leute. Hier drüber. Außerdem muss ich mir da mal einen Bauspot suchen. Dafür habe ich mir 19 Foundations mit eingepackt. Das hört sich schon mal gut an. Ich bin am Start, Leute. Jetzt muss ich halt noch ein bisschen warten, bis ich den Para rausdroppen kann. Die kann halt jetzt überall eine Butze sein. Ich muss ein bisschen systematisch vorgehen. Ich werde jetzt hier überall mal abfliegen. Da, da ist was. Ja, das ist aber nur eine Zähmfalle, ne? Das ist nur eine Zähmfalle. Von Bolle Kutschis. Wo versteckt ihr euch? Wo bin ich jetzt hier? Ich bin in der Nähe der Pearl Cave. Da gucke ich jetzt als erstes rein. Ganz klare Sache. Muss ich mich mal ein bisschen orientieren. Da vorne. Wer hat denn hier gebaut, Leute? Scheiße. Dein IQ. Ich werde mich mal so ein bisschen vorsichtig ransteppen. Ich liebe den Fotomodus. Hier ist safe. So, jetzt versuche ich mich mal im Fotomodus so ein bisschen durchzuglitschen. Genau an dieser Stelle zwischen Wand und Türrahmen kann ich ein bisschen durchgucken. Tourettes. Tourettes. Natürlich stehen da Tourettes. Ah!
Scheiße, jetzt komme ich hier nicht hoch. Was ist das denn für eine Verarsche? Alter, das haben die aber mit Absicht gemacht, oder? Das hat gezündet. Das hat bitter gezündet, Alter. Echt jetzt. Okay, die bauen da drinnen. Ich habe jetzt mal ein bisschen bemerkbar gemacht. Warum nicht? Ich habe jetzt halt nichts da, womit ich fleißig einen raiden könnte. Fliegen wir mal weiter. Die Pearl Cave ist also dicht. Ich hab was gefunden. Und ich hab echt schon Schiss gehabt, dass da jetzt Torrets auf mich zufliegen, ne? Der ist nicht online. Ich schau mal, ob der nicht was Besonderes für mich hat. Kann ja sein. Hat ja gar nichts, Alter. Level 42 ist er. Wenn du einen Rex-Sattel Blueprint hast, Alter, dann bist du den aber los, ne? Ah, da genug Picken. Ich will euch wieder eine zurück. Das ist natürlich gemein, was ich hier getan habe, ne? BP. Kein Rex-Sattel, nichts. Ich lasse ihn in Ruhe. Eigentlich müsste ich den jetzt killen, allein schon für das Scoreboard, ne? So, das tue ich mal nehmen. Was haben wir hier noch? Verfällt auch. Ich schenke den sogar was, aber trotzdem kill ich den. Au, 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 au. Nein, 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 den will ich nicht killen. Einen fürs Team, PvP-Scoreboard. Hehe, ich bin Platz 2. Ich müsste eigentlich noch mindestens 3 killen. Oder halt 4, damit ich mit dem gleich auf bin, ne? Dass ich erster Platz werde hier auf dem Scoreboard. So, jetzt will ich wissen, ob hier einer gebaut hat. Aber ich will mich auch ein bisschen auf meinem Scoreboard konzentrieren. Was war das denn jetzt? Alter, was war das denn jetzt?
Warum werde ich hier runtergerissen? Wegen diesem Scheiß da. Ja, Paras dead. Geil. Da! Da, was soll das? Scheiße. Also man muss echt aufpassen. Hier gibt es schon ein paar Buggy-Stellen, wo man sogar vom Drachen abgeworfen wird, was natürlich ziemlich scheiße ist. So, leider läuft mir ein bisschen die Zeit davon, Freunde. Ich werde jetzt nach Hause gehen, ein paar Sachen packen und dann auf Center gehen. Ich habe mich eine Stelle gefunden, wo ich bauen werde. Das werde ich euch bei Gelegenheit zeigen, jetzt allerdings noch nicht. Dafür muss ich noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ich habe eine kleine Butze gefunden. Was ist das? Cookie and Cream! Cookie and Cream, Alter. Das sind doch alte Bekannte hier. Die lasse ich in Ruhe. Bitte baut euch auf, Cookie and Cream. Damit ich euch mampfen kann. Oh ja, Baby. Max-Sattel dabei. Leute. Und eine Flak. Das ist schon mal geil. Boah. Tut mir mal einen Gefallen hier. Alle, die hier auf Center spielen. Geht mal ein paar Item-Drops looten. Ich habe keinen Bock, die hier alle abzufliegen. Da komme ich vorbei. Dann hier wieder auf die Fresse. Da freue ich mich drauf. Alles klar, so, jetzt muss ich aber wieder abtraveln. Okay, ich bin wieder zurück. In my base. Mein Metall ist durch. Meine Holzkohle ist durch. Geil. Ich müsste einen richtig fröhlichen Umzug machen eigentlich. Alles. Alles muss weg, wie was hier ist. Die Base bleibt halt, ne? Mit der kann man sich immer noch ein bisschen aushelfen. Vor allem kann man hier eigentlich ziemlich gut Steinzeugs farmen. Feuerstein, Steine. Klar, Metall ein bisschen auch, ne? Brauche ich nicht ewig weit flitzen für. Ne? Das heißt, ich packe mich das schon mal ein. Was ich aber die meiste, ja, die Foundation brauche ich. Baumaterialien brauche ich halt viel, ne? Schießpulver, Zement, Baby. Lederfaser nehme ich mit. Ich nehme das alles mit. Da kann ich am Arsch lecken. Das hier nicht. Das lasse ich schon hier. Okay, ich muss erstmal alles in das Viech ballern. An. Ja. So. Silizium muss ich mitnehmen. Boah, Electronics, ne? Nehme ich auch komplett mit. Taucherflossen, Deodon-Sattel, den Dödi, da BPs, ne? Ich brauche halt die BPs. Die Harpune, Ichthyo-Sattel brauche ich, das brauche ich. Paracera-Plattform-Sattel, ganz wichtig. Fiumir-Sattel, da kommt das nämlich auch mit. Die Picke nehme ich mit, Quetzel-Plattform nehme ich mit. Das Schwert muss ich mitnehmen, Terrorbird lasse ich hier. Dann habe ich den U-Sattel, boah, wie teuer ist der? 13.000 Metallbarren, 12.000 Silizium, das ist kein Problem, Leder 41.000, aber ich brauche vom Yu ja nie viel. Der hat Haltbarkeit, Restart, Server. Server starten gerade neu um die 7 Uhr, ah, scheiße, okay, dann ist das so, Leute. Okay, Leute, ich bin wieder da, die Server sind neu gestartet, aktualisiert, alles tutti, der Hutti. Jetzt muss ich überlegen, was ich hier mitnehme. Ne? Das ganze Gedöns hier, das hier. Das hier ist wertvoll, das brauche ich. Da habe ich ja hier noch. Ja, das muss ich halt reparieren, ne? Das ist es ja.
Granate nehme ich mit. Das Kügelchen-Gedöns nehme ich mit. Da habe ich ja noch Kettensägen. Die muss ich mitnehmen. Da die Sniper nehme ich mit. Dann habe ich ja noch eine dicke Axt. Ich nehme jetzt nicht alles mit, ne? Aber ich brauche nämlich halt das ganze Metall und so. Das ganze Raid-Equipment muss ich halt auch mitnehmen. Ja, das sind jetzt die ganzen Viecher hier, ne? Die muss ich einpacken eigentlich. Die ganzen Raid-Viecher. Die leeren Cryos nehme ich mit. Boah, ich habe jetzt viel zu tun, Leute. Ich muss halt eine komplette Base hochziehen. Das wird schon ein bisschen was dauern. Ich nehme alles mit. Narkosemittel habe ich nicht, ne? Boah, wie viel Zeugs ich da rumliegen habe, oder? Und jetzt kommen wir eigentlich ans Eingemachte. Das muss ich mitnehmen. Boah, das wird schwer sein. Das kriege ich gar nicht alles in einem Schwung mit. Ich habe es mir schon gedacht, scheiße. Okay, dann müssen wir mal... Außerdem habe ich hier noch Turrets, die ich mitnehmen will, ein paar. Ich muss jetzt halt so viel mitnehmen, wie es halt geht, ne? Das ist ja schon mal ein Stoß. Ja, schön. Bevor ich mich gleich gar nicht mehr bewegen kann. So muss das halt sein, aber die Viecher muss ich einpacken. Dann habe ich meine Arthros. Die brauche ich. Meine Rexe sind wichtig. Noch ein Cryopod. Ich muss eh noch mal wiederkommen. Nehmen wir den Kollegen hier auch noch mit. Ich bin hier mit meiner Flakrüstung unterwegs, ey. Das ist schlimm, ist das. So, Leute, in den nächsten Stunden war ich damit beschäftigt, mich auf Center in der Base aufzuziehen. Aus Sicherheitsgründen kann ich euch nicht zeigen, wo. In der Hoffnung, dass ich natürlich nicht gefunden werde, aber früher oder später wird man immer gefunden. Das ist halt so. Jeder Tribe ist momentan eher damit beschäftigt, sich eine Base aufzuziehen, die man verteidigen kann. Also PvP-Kämpfe, große, sind zurzeit aktuell nicht am Laufen, aber die werden kommen und da freue ich mich riesig drauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.